Ja, hallo zusammen, mein Name ist Dominik. Manch einer mag mich kennen, ich habe hier einen Kanal, der heißt Live Fast Diarrhea. Ich mache fast nur Videos auf Englisch bisher, ganz wenig auf Deutsch. Der Essence-Fan hat mich gebeten, ob ich für ihn einspringen könnte heute, weil er keine Zeit hat, eine Review zu machen. Und ja, mache ich gerne, danke. Und ich dachte, habe lange überlegt, was ich mache. Und bin dann zum Schluss gekommen, dass ich mal was zeige, was bisher bei Review und Entertainment, glaube ich, noch gar nicht vorkam. Weil es geht ja nicht nur um Filme auf dem Kanal hier, sondern werden ja auch schon mal Spiele reviewed. Und ich dachte, ich zeige euch mal ein Buch. Ist aber jetzt kein ganz normales Buch, keine Angst, sondern natürlich ein Buch über Filme. Ich bin sonst auch nicht die große Bücherratte, aber ich habe euch mal hier eins meiner allerliebsten Bücher mitgebracht und wollte euch das mal vielleicht mal ans Herz legen, falls ihr Fans von Italo-Western seid oder Fans werden wollt, wie auch immer. Das Buch heißt Spaghetti Heroes und bezieht sich grundlegend auf drei typische Charaktere im Italo-Western: Django, Satana, Ringo, und mit einigen Abwandlungen. Satana heißt auch schon mal Santana, Ringo heißt auch schon mal Rocco oder Rico. Und das Buch ist ja vor allem jetzt über ein deutsches Phänomen, weil im Ausland oder im Original in Italien gab es nicht so viele Filme, die jetzt mit Django betitelt wurden. Und in Deutschland hat man sich halt nach dem Erfolg des ersten Films darauf gestürzt und sehr viele Italo-Western den Namen Django verpasst. Dasselbe war dann halt in abgeschwächter Form mit Satana und Ringo so. Obwohl es da auch viele Filme gibt, die im Original diese Charaktere mit sich bringen. Also das hier ist ein richtiges Hardcover-Buch, schöne Qualität, kommt von einem von der Firma, die MPW 2000 heißt. Ne, 2006, 2008, wie auch immer. habe ich bei Amazon bestellt für 39,95, gibt's inklusive Versand natürlich. Bekommt man eigentlich überall für den Preis, aber auch nicht billiger. Ja. Aber dafür ist es auch wirklich ein tolles Ding und sehr groß. Ich zeige euch mal eine normale DVD im Vergleich dazu, ja. Und da will ich euch mal ein bisschen was zeigen. Also wie gesagt, es geht nicht um die ganze Geschichte des Italo-Western, sondern vor allem um Filme, die diesen Namen in den Titeln tragen. Und am Anfang hat man halt so ein Vorwort und ein bisschen eine Einleitung in den Italo-Western. Hier sieht man schon, was für tolle Posterabbildungen hier vorhanden sind. Ja, da habe ich auch ein paar hier markiert, die zeige ich euch gleich. Also das ist wirklich schon klasse gemacht. Und das Buch ist zweisprachig. Der Text ist immer auf Deutsch und daneben immer auf Englisch nochmal komplett. Ja, also wie gesagt, Einführung ein bisschen in Italo-Western. Und dann geht es halt hier los mit den Ringo-Filmen. Die sind alle chronologisch, also wo der Charakter zum ersten Mal auftrat. Hier, Duccio Tesari ist eine Pistole für Ringo. Und Ringo kommt zurück und so weiter. Die Reviews sind, ich habe noch nicht alle gelesen, aber das meiste ist Inhaltsangabe. Und anschließend folgt eine kleine Kritik. Hier oben sieht man schon, es werden immer hier Punkte vergeben in Form von Patronenhülsen. 6 Stück sind, glaube ich, das Beste und 0 sind das Schlechteste. Die Texte selber sind nicht so interessant, muss ich zugeben. Es ist schon ganz lustig zu lesen, aber das Beste an dem Buch sind ehrlich gesagt die Bilder. Dann zeige ich euch mal ein paar, die ich hier markiert habe, die ich besonders klasse fand. Hier zum Beispiel, Ringo sucht ihren Platz zum Sterben. Es sind nicht nur deutsche Poster, sondern auch italienische dabei. Dann haben wir hier Rocco, ist auch eine Abwandlung von Ringo, habe ich hier in dem Buch. Ich leg dich um. Mit Anthony Giedra und George Eastman. Dann der hier ist klasse. Django, sein Gesangsbuch war der Colt von Lucio Fulci, Massacre Time, auch genannt, international. Also jetzt geht's hier mit den Django-Filmen halt los, ja. Django, Kreuz im blutigen Sand,
Sehr geil. Die Bibel ist kein Kartenspiel. Dann Django und die Bande der Bluthunde mit Anthony Steffen. Er ist ein Knaller. Jetzt habe ich euch mal hier markiert einen Film, der zum Beispiel 0 Punkte bekommen hat. Das sieht man also jetzt hier gar keine Patronenhülse, sondern steht hier in unterste Schublade steht dann einfach nur, ja. So, und dann habe ich noch hier einen Satana-Film. In dem Fall sieht man zum Beispiel, dass es von Satan auf einmal zu Santana wurde. Was natürlich einigermaßen komisch ist, bezogen auf den berühmten Gitarristen Santana. Aber ja, also, wie ihr schon seht, Buch ist komplett in Farbe. Die Bilder sind das Beste, wie gesagt, die Texte sind auch interessant zu lesen, aber das meiste davon ist einfach nur Inhaltsangabe, was man auch im Netz nachlesen könnte. So, und jetzt kommt noch eine Besonderheit an dem Buch, denn hier ist eine DVD bei gewesen. Auf der DVD sind zwei Filme, und zwar einmal Ein Colt für 1000 Särge von Umberto Lenzi und Vengeance mit Rocco kam der Tod, aka Fünf blutige Stricke von Antonio Margheriti. Der Film ist komplett uncut in Deutsch und in Englisch. Der Film ist nur in Deutsch und nicht 100% uncut. Es gibt eine DVD von X-Rated in einer großen Hardbox, die zwei Fassungen enthält. Die DVD hier bitte die deutsche Kinofassung, welche an Gewaltszenen, sagen wir mal, ungekürzt ist. Aber auf der Doppel-DVD, die ziemlich teuer ist, glaube ich 17 Euro ungefähr, befindet sich noch eine Art Extended internationale Fassung, wo noch ein bisschen mehr Handlung bei ist. Aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, schick das hier auch. Ja. Und die DVD ist eigentlich nur in so einer Hülle halt hier hinten drin. Aber ganz vorne im Buch steht drin, man kann, wenn man eine E-Mail schreibt, für 5 Euro sich eine kleine Buchbox dafür schicken lassen. Und das habe ich natürlich gemacht. Und so sieht das Ganze dann aus. 5 Euro inklusive Versand hat es gekostet. Also dann nur diese kleine Hardbox hier von Civil Movies. Ich weiß nicht, ich glaube, man kann die auch einzeln kaufen. Ist dann sogar sehr, sehr teuer. Um die 15 Euro auch. Weil halt zwei Filme mit drauf sind. Und ja, im Endeffekt lohnt sich schon. Also 40 Euro kostet das Buch. Und wenn man dann berechnet, dass allein 15 Euro die DVD kosten würde, für Fans von Italo-Western auf jeden Fall interessant, würde ich sagen. Hier steht übrigens noch limitiert auf 500 Stück. Es gibt mehrere Auflagen davon anscheinend, auch verschiedene Cover. Aber ich konnte mir bei Amazon keins aussuchen. Ja, wenn ihr mal ein bisschen Geld investieren wollt und euch für das Genre interessiert, holt euch das Buch. Ja, das war meine Review oder meine kleine Vorstellung von dem Buch bisher. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis dahin mal.